Der Ski werfe ich beim Bell, Karin, kann man abschwenken. Achtung, mache dich bereit für die nächste Szene. In die Ausgangsposition bitte. Danke vielmals. Achtung, in die Ausgangsposition für die nächste Szene. Danke vielmals. Können wir wieder nachspritzen? Nächster Schluss. Wir sind am Drehen von der letzten Szene für den Film über Gossau. Sie können also sagen, der Film war eine riesige Herausforderung. Wir hatten den Auftrag, Gossau von der schönsten Seite zu zeigen. Die schönste Seite. Sie, Gossau hat hunderte von schönen Seiten. Und wir haben aber jemanden gefunden, der durch den Film führt. Sile? Silvia? Ja? Es ist Zeit für seinen Auftritt. Er ist noch nicht bereit. Er will noch seinen Text durchgehen. Immer das Gleiche mit den Schauspielern. Also bis er kommt, kann ich Ihnen etwas von dem verraten, was er über Gossau erzählen soll. Der Tag fährt gut an zu Gossau. Ein Haufen Wache in dieser idyllischen Umgebung ist doch einfach ein Traum. Zu Gossau läuft man munter mit der Zeit. Nicht etwa gegen sie. Ja, und diese hohe Lebensqualität hat sich dann umgesprochen. Bis zu den Kühen. Die geniessen die Ruhe und das saftige Gras. Ihre Milch und andere landwirtschaftliche Produkte sind die Existenz für über 200 Gossauerinnen und Gossauer. Schau da, der Milchwagen, pünktlich wie ein Hürli. Und er uns gesagt, wir sehen ihn dann später nochmal. Im Dürsteler Haus, einem Ortsmuseum, ist das Uhrli eher stehen geblieben. Da geht man sogar noch zurück in der Zeit. In früherix und vergangenix. Was man von Gossau selber nicht kann sagen. Das Dorf hat sich weiterentwickelt. Aus den 5 Wachten Ottiken, Grüt, Herrschmettlen, Bertschiken und Gossau-Dorf ist eine Gemeinde geworden. Mit fast 10'000 Einwohnern. Es langt die also bald zu einer Stadt. Gossau will das aber nicht. Der Dorfcharakter ist allen da wichtiger. Der will Gossau bewahren und pflegen. Überall in der Gemeinde gibt es moderne Architektur. Auch an höchster Stelle. Nein, ich meine nicht das Gemeindehaus. Dort zwar auch, aber da sind wir in der katholischen Kirche. Und dass die Kirche im Dorf bleibt, gehen wir gerade auch noch zu den reformierten Kirchen über. Man sieht das Wahrzeichen von Gossau schon von weit rum. Da haben gerade heute 2 Menschen zueinander Ja gesagt, zum Miteinander weitergehen. Und ich bin recht hoffnungsvoll. Wenn Sie sich ein bisschen Mühe geben, schauen Sie in Zukunft auch etwas raus für Gossau. Kinder sind die Zukunft der Gemeinde. Darum sollen sie auch schon von klein auf lernen, wie man sich die vorstellt. Modern, offen, weitsichtig und dynamisch. Und wie sie sehen, sind da die Jugendlichen in dieser Beziehung schon voll im Element. Für sie ist das Leben zu Gossau schon heute ein Volltreffer. Ein Wahnsinn, oder? Die Landschaft, die Menschen.
der Gemeinde. Zu Gossau leben und wohnen lohnt sich wirklich. Zu Gossau wird aber auch geschafft. Handwerk, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieb bieten enorm viele Arbeitsplätze. Von wegen Schaffen. Sile, wo ist eigentlich unser Star? Oh, sein Outfit stimmt noch nicht. Das geht noch einen Moment. Ja, gell, Sie, es ist wirklich nicht ganz einfach mit unserem Hauptdarsteller. Bei so einer Gage könnte man eigentlich schon ein bisschen mehr erwarten. Dann mache ich halt weiter. Wenigstens jemand, der arbeitet. Das Bindli hat es gar nicht weit zum Posten. Nur bis zu den prächtigen Blumen auf den Feldern. Oder an Mert auf dem Ernst-Brucker-Platz. Der ist übrigens nicht nur für Bindli-Musik in den Ohren. Nein, auch alle Gossauerinnen und Gossauer haben hier ihren Platz. Farbig und vielfältig präsentiert sich der Mert und die anderen Einkaufsmöglichkeiten. Da gibt es fast alles. Vom Bäcker, Metzger und Käser bis zur Papeterie. Und zum Grossverteiler. Und wenn man etwas wirklich gar nicht überkommt, gibt es sicher ganz in der Nähe. Garantiert. Nur ein paar Minuten mit dem Bus und schon ist man in den Einkaufszentren von Wetzikon und Uster. Und wer es lieber noch grösser möchte, ist in einer halben Stunde in Zürich oder in einem knappen Stündchen zu Winterthur. Zu Gossau wohnen und auswärts arbeiten, kein Problem für Pendlerinnen und Pendler. Dank der guten ÖV-Verbindungen kommen sie überall hin. Aha, da ist er wieder, der Milchwagen, wie ich gesagt habe. Einer von vielen Arbeitsplätzen zu Gossau. Die Wirtschaft ist da gut durchmischt mit Gewerbe, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Das gibt dann auch interessante Lehrstellen und einen Haufen Möglichkeiten zum Arbeiten. Die Wirtschaft zu Gossau ist wirklich gut im Fluss. Und ein Haufen Gossauer Produkte sind weit über die Gemeindegrenzen heraus bekannt und beliebt. Die unterschiedlichsten Materialien werden da verarbeitet und veredelt. Und wer auf Gossau wohnen will, der kann sogar ein eigenes Minergieholzhaus massschneidern lassen. Dank modernster Technik. Aus Handwerk hat es Gossau seinen Platz. Einmal schlagkräftig und einmal mit einem edlen Tropfen wird die Wirtschaft unterstützt. Jetzt fehlt uns nur noch die letzte Sequenz, dann haben wir alles im Kasten. Die Überlebensqualität, Freizeit und Musse. Und jetzt werden Sie dann sehen, mit welchem Niveau unser Schauspieler das überbringt. Sile,
Hat er den Text jetzt drauf? Ich glaube es nicht. Jetzt will er sich noch mal schminken. Nochmal schminken. Mann, ist das eine Diva. Sag mal, müsst ihr spachteln oder was? Dann erzähl es halt wieder selber. Also, wie gesagt, in Gossau ist wirklich immer etwas los. Kein Wunder bei so vielen Dorf-, Kultur- und Sportvereinen, die das Gesellschaftliche in dieser Gemeinde aktiv und lebendig behalten. Und wer sich erholen will, kann gerade vor der Haustür spazieren. In einer prächtigen Landschaft. Ein Paradies ist es. Auch für Velofahrer, Inlineskater, Mountainbiker und ja, auch für die Modellfluggruppe. Gossau ist eine sportliche Gemeinde. Mehr als 20 Sportvereine laden zu den unterschiedlichsten Sportarten ein. Eine besonders enge Beziehung mit einer langen Tradition hat Gossau zum Reiten. Ob als gemütlicher Cowboy oder in eleganter Cowgirl-Manier oder als Springreiter. Gossauerinnen und Gossauer sind sattelfest. Die Leute hier bringen wirklich nichts zur Ruhe aus. Nicht einmal, wenn man einem Lama begegnet. Oder einem gespässigen, verschwörerischen Lagerfeuer. In einer gespenstischen Vollmondnacht. Oder, wenn man genau schaut, sogar Bison, Wölfe und Bären antrifft. Eben halt wirklich sattelfest. Wie die Indianer, da im kleinen Indianermuseum. Mit kostbaren Objekten aus verschiedensten indianischen Kulturen von über 200 Jahren. Da würde ich sogar den Sitting Bull vor Neid zum Bleichgesicht. Apropos schönste Seite von Gossau. Da gibt es manches Lauschungsplätzchen. Ein paar sind richtige Geheimtipp. Nein, ich sage Ihnen sicher nicht, wo das Picknick da war. Aber fragen Sie ungeniert die Einheimischen, wohin sie gehen in der Freizeit und wo das es am schönsten ist für die Familie. Gossauerinnen und Gossauer sind sehr freundlich. Ich weiss es jetzt ja. Sie verraten ihnen sicher das ein oder andere Plätzchen. Aber psch, ja, nicht weiter sagen. Ob Bach, Flüsse, Seen oder das Schwimmbad. Gossau hat sich rausgeputzt. Da bleibt man fit oder kommt sich gut erholen. Jeder nach seinem Gusto und Bedürfnis. Was auch immer. Auf alle Fälle sind da jung und alt beieinander. Und wer weiß, vielleicht kommen sie in der nächsten Saison auch mal auf einen Sprung vorbei. Ja, so, ja. Das Nachtleben von Gossau hätte ich fast vergessen. Nein, grosse Gümpf macht das nicht.
Der Tag hört so auf, wie er angefangen hat. Ohne Hektik. Beschaulich, ruhig und friedlich. Und man hat Zeit, um miteinander zu reden und diskutieren. Zum einander begegnen. Zum Plausch und zum Spielen. Und da liegt auch schon so etwas Gespässiges in der Luft. Also eine bestimmte geheimnisvolle Spannung. Was echt der nächste Tag wieder bringt, zu Gossau. In dieser lebenswerten Gemeinde im Zürcher Oberland. So, das war es. Wir haben den Drehschluss. Danke, super gemacht. Kommen wir gut rein, gute Nacht miteinander. Das tut gut, so einen Auftrittsapplaus. Super, danke, danke, geht aber wie Balsam. So, ich wäre bereit. Hallo, wir können drehen. Von wo komme ich? Sag ich es direkt in die Kamera, oder? Weißt du was, du kommst von gar niemandem mehr, wir sind fertig. Moment mal, wer bin ich denn, hä? Der wichtigste Teil vom Film. Ohne mich wird der gar nichts. Gar nichts. Nothing. Lass mal, ich sag dir jetzt mal etwas. Der richtige Star bist du nicht, sondern Gossau. Meinst du, wir warten stundenlang auf den Monsieur, weil er seinen Text nicht kann und noch siebenmal in den Spiegel schauen, ob auch alles richtig geschminkt zeigt und jedes Hörli sitzt? Nein, du, sicher nicht. Lass mal, die Kühe im Film haben mehr Power als du.